So, hallo und willkommen zu A Plague Tale Innocence. Ratten. Überall Ratten. Aber hinter der Tür ist Licht. Wir können es schon sehen. Ja, aber noch mehr Ratten. Erstens, warum seid ihr so super allergisch gegen Licht, ihr Ratten, ihr? Zweitens, warum esst ihr die Mönche nicht? Warum nagt ihr die nur halb rum ab? Was ist denn los mit euch? Drittens, warum könnt ihr nicht klettern? Das sind definitiv keine normalen Ratten. Dort sind wir in Sicherheit. Wenn die nicht auf den Tisch hier hochkommen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. So, und jetzt werde ich das Tageslicht hier reinbringen. Nein, keine Ahnung. Da liegt nämlich irgendwas zu plündern am Boden, mitten unter den Ratten. Wo warst du denn? Was habe ich noch gesehen? Es ist verschwunden. Was machen wir denn jetzt? Aus irgendeinem Grund, ich bin schon ganz verrückt. Ich dachte schon, ihr Zopf ist eine Ratte, die uns über die Schulter krabbelt. So crazy bin ich schon. So paranoid vor lauter Ratten. Schön auch der Sound, oder? Wenn sich die Ratten bewegen. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Hä? Was ist denn jetzt los? Was habe ich gemacht? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Drücke wiederholt. Ach so. Ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Geht's dir gut? Ja, bleib wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg. Keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Die kommen, Hugo. Die kommen. Aber da hinten liegt doch was bei dem Mönch. Hugo, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf einer Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Überall die halb aufgegessenen Mönche. Schnell jetzt! Amicia, komm schnell! Hugo! Was ist denn? Hugo, antworte mir! Los, los! Ja, was los, los? Was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir denn hier durch? Ich kann da nicht reingehen. Da ist ehrlich gesagt ziemlich viel Tageslicht. Okay. Igo, ich muss dich zwar retten, aber da ist ein optionaler Raum voller Loot. Du verstehst schon. Das Plumpsklo. Ich muss noch schnell das Plumpsklo klündern, Hugo. Ich bin quasi schon fast auf dem Weg. Sind die Ratten gerade irgendwie komisch verbrutzelt? Sah so aus irgendwie. Na gut. Okay, das Plumpsklo ist sauber, Hugo. Ich komm jetzt. Ich hab nur vergessen, wie man sich duckt, beziehungsweise... Ah, Mist. Schnell anzünden, bevor es zu spät ist. Ja, hier oben. Hugo, geht's dir gut? Da waren Ratten. Ich bin zum Licht gerannt. Haben sie dich gebissen? Nein, ich habe eine Leiter gefunden, aber nur... Ich mach dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Ganz ruhig, Amicia. Ihm geht's gut, dir geht's gut. Konzentrier dich. Mir geht's übrigens auch gut. Muss ich jetzt Hugo erst holen und dann flüchten wir durch die Tür? Die werden wirklich zu Staub. Hugo, ich muss ihn da runterholen. Ja, ich verstehe schon. Erst Hugo. Hugo first. Na gut. Ja, verbrenn doch mal ein Stöckchen. Dass wir ein neues holen können.
Halt, stopp. Oh Mist. Nein, unser Salpeterbeutel ist voll. Loot, den ich nicht mehr mitnehmen kann. Das Spiel ist so grausam und gemein. Erster Hund. Jetzt muss ich Loot liegen lassen. Was kommt als nächstes? Das ist furchtbar. So, Stöckchen. Immer wenn ich Stöckchen sage, muss ich an Leon denken. Er war ein sehr professioneller Hund. Oh. Perfekt, danke. Ja, denen haben wir es gezeigt. Tut mir leid, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. Ist schon gut. Ich schaue nur, ob sich unter den Ratten hier vielleicht noch irgendwo Loot befindet oder so. Kann ich die Leiter hochklettern? Ich glaube nicht, oder? Die wird mir rot angezeigt. Schade. Ist ja natürlich eigentlich ganz cool. Dass das Stöckchen verbrennt. Aha, jetzt kann ich doch hochklettern. Ich würde mich nämlich gerne mal da oben noch umsehen. Weil Hugo ist vielleicht nicht so ein erfahrener Looter wie ich. Aha, Hugo, was hast du denn das da wieder übersehen? Ein Wappenrock der Kreuzfahrer. Ein Kreuzfahrer-Wappenrock. Lässt er einfach liegen. Jetzt können wir uns nämlich als Kreuzfahrer verkleiden. Und Werkzeug, sehr wichtig. Cool. Gut, dass wir nochmal hier hochgegangen sind. Hugo, über dein Loot-Verhalten müssen wir nochmal reden. So geht das nicht, junger Mann. Du musst gefälligst bitte unbedingt immer alles mitnehmen, okay? Ich gehe zuerst. Na gut. Das Spiel hätte auch theoretisch, und es würde mich fast wundern, wenn das nicht in der Entwicklungsphase zumindest mal angedacht war, hätte auch theoretisch so ein Koop-Spiel werden können. Ne? Mit zwei Kindern. Der eine kann durchkriechen und Sachen machen, die andere kann Werkzeuge benutzen. Das klingt nach einem Zweispieler-Koop-Spiel. Wie heißen wir eigentlich? Milicias oder so ähnlich. Milicia. Irgendeinen seltsamen, aber sehr coolen Namen haben wir. Und unser Bruder heißt halt wie die französische Variante von einem kleinen Troll, der durch Tasten, Telefondruck springt. Das kennen die Jüngeren gar nicht mehr, oder? Hugo, den Troll. Ein Stück Fernsehgeschichte. Hugo for Smash Brothers. Nein, nicht wirklich. Aber irgendwie... Nein. Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Na, ja, Gott sei Dank. Weit weg von hier. Aber erst gehen wir an die Werkbank. Wir können nämlich schon wieder was Cooles craften. Oh, was haben wir denn hier? Ach, hier ist der Kodex. Ah ja, da haben wir auch einige Texte, die wir uns noch nicht angesehen haben. Zum Beispiel den Rosenkranz. Die aus einfachen Materialien angefertigten Ketten werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeigt von der außerordentlich großen Reichweite, die Religionen innerhalb der Gesellschaft spielen. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seele all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Strukturen. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerlichen und exkommuniziert die in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliche Rechte am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Amen. Gar nicht so leicht.
Muss man, glaube ich, deswegen dauert das Priesterstudium so lange. Man muss den Atem so lange halten können, dass man das so lesen kann, so lange, so monoton. Weihrauch und Kräuter. Wahrscheinlich sitzt man da einfach jahrelang und muss, solange es geht, die Luft anhalten. Das ist wahrscheinlich ein großer Bestandteil der Ausbildung. Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der Infizierten, es umgibt sie auch. Aus diesem Grund hält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt, für den Auslöser der Seuche. Und um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr eigenes Viertel in Flammen aufgeht. Also, bei anderen Objekten habe ich mich ja schon gefragt, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Hier weiß ich, dass das der Wahrheit entspricht. Oder zumindest dem, was allgemein so als die mittelalterliche Wahrheit anerkannt wird. Das ist ja teilweise immer noch Streitthema, weil, ne, widersprüchliche Schriften und welcher Quelle glaubt man eher, ist ja egal. Ne? Aber auf jeden Fall, das habe ich auch so gelernt, auf jeden Fall. Deswegen auch diese, ihr kennt doch bestimmt von den Pestdoktoren, diese ganz berühmten Schnabelmasken, die so ein bisschen aussehen wie unheimliche Pinguine. Die werden heute noch oft in so Horrorszenarien und sowas benutzt, weil die so, ne, wie so Nasenbären aussehen. Ja, wie die blaue Elise von Paulchen Panther, nur in echt creepy. Und vorne in dieser Schnabel-Dingsy waren ganz viel Kräuter und sowas, die Düfte generiert haben. Weil man glaubte wirklich, das geht sogar noch weiter, als das hier im Text steht, dass der Gestank die Ursache für Krankheit ist. Das heißt, wenn man Parfüm benutzt und gut riecht und eben so wohlriechende Kräuter vor seinem Mund im Schnabel rumliegen hat und man riecht nur gute Sachen, wird man nicht krank, weil dann riecht man ja nicht den Gestank, man wird vom Gestank krank. Knapp daneben, würde ich sagen. Knapp daneben. Aber die Leute haben schon verstanden, dass da ein Zusammenhang existiert, aber nicht so wirklich. Hygienische Zustände, die den Gestank erzeugen, begünstigen auch Krankheiten, aber der Zusammenhang haben sie nicht so ganz gecheckt. Witzigerweise haben die Schnabelmasken aber trotzdem eine filternde Wirkung gehabt und haben deswegen trotzdem so ein bisschen funktioniert teilweise, was sie natürlich noch drin bestärkt hat, dass ihre Theorie richtig ist. Tja, so ist das manchmal. Okay, Sudkessel. In Klostern, in den Ort der Stille und des Gebets sind, weil die ein Ort der Stille und des Gebets sind, kann man wahre Handwerkskultur beobachten. Ob im kulinarischen, Textilien oder künstlerischen Bereich. Lange Zeit war es allein den Mönchen durch Erlass Karls des Großen höchstpersönlich vorbehalten, Bier zu brauen. Diesem Getränk. Nimmt eigentlich das Kind jetzt wirklich hier den Kessel mit zum Beispiel? Nee, das ist nur symbolisch, Collectibles halt. Diesem Getränk verdanken offenbar auch mehrere Dörfer ihre Rettung, da es durch das Erhitzen bei seiner Herstellung keimfrei gemacht wurde. Das stimmt. Und wahrscheinlich wussten die das auch überhaupt nicht, dass das so ist. Aber es hat viel Nährwert und ist auch noch eben, genau, keimfrei. Wasser. Die haben quasi das Wasser bei der Herstellung vom Bier versehentlich desinfiziert. Total witzig, oder? Ach Mann, ey. Vollidioten. Der letzte große Kreuzzug liegt schon ein Jahrhundert zurück. Und die Kirche sieht sich... Und der Alkohol hilft wahrscheinlich auch noch beim Desinfizieren. Und die Kirche sieht sich neuen Gefahren ausgesetzt. Krankheit, Hungersnöte, Krieg. Das Elend treibt die Menschen in die Arme des Glaubens. Dieser Bedarf an Spiritualität, der den vielen Toten zuzuschreiben ist, zwang den Klerus dazu, in aller Eile neue Priester auszubilden, na, Luft anhalten. Aber einige Leute suchen auch weiterhin ihr Heil im Heidentum, Aberglauben und bei andersdenkenden Ordensvereinigungen. Okay. So, ach so, warte mal. Hat das Spiel eigentlich noch Sound? Ja, da ist er. wir können jetzt entweder unseren Beutel upgraden für mehr Steine, glaube ich, oder? Verringert die benötigte Zeit um die höchste Präzision. Ja, für so Bossgegner wie den gerade ist das ziemlich gut. Oder mehr Geschosse. Nee, lieber schneller schießen.
piu, piu, piu. Am Schluss haben wir eine, die Sache erleichtern. Am Schluss haben wir eine Maschine. Eine vollautomatische Schleuder. Ich check mal kurz die Tür da. Nochmal, schade, da lag doch noch Schwefel und so, aber geh gut. Geh voraus, ich bin gleich hinter dir. Geh voraus, Junge. Wenn ich sage, ich bin gleich hinter dir. Oh, jetzt müssen wir schon wieder runter ins Rattenloch. Was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Ich denke auch. Was die Kinder nicht wissen können, ist, dass Game Designer... Ich weiß es nicht. ...das alles genauso ausgemessen haben, dass sich das ausgeht. Deswegen müssen die sich keine Sorgen machen. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Ich weiß nicht, ob die mich vorher... Wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Jasma. Moment, warum dürfen die Wände nicht berühren? Ich meine, ich habe das scheinbar geschafft jetzt, aber... Ah, vielleicht essen die nicht auf, weil sie für ihr Nest brauchen. Das sind nicht nur Ratten, das sind Xenomorph-Ratten. Geschafft! 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 Amicia! Ich will zu Mama! Fast wär's so gewesen. Sie soll nicht mehr tot sein! Hugo! Sie soll zurückkommen! Vielleicht haben wir Glück und die Story revealed, dass du Mittelalter-Jesus bist und dann kannst du Mama und Leon zurückbringen. Dann wird alles gut. Kapitel 4. Der Lehrling. Kommen wir jetzt zu einem Magier, der dann Feuerbälle schießt. Fatschu, fatschu. Ich weiß nicht, ob das Spiel so Fantasy ist. Das ist schon sehr Low Fantasy, ne? Wie sich die Ratten Amicia, verhalten und so. Werden wir nie wieder nach Hause gehen? Aber sonst ist es ziemlich Low Fantasy. Ach, schauen wir uns die Eröffnungskatzine von der Lehrling noch an, komm. Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Na, die sind doch aus dem Boden geploppt. Dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Okay, komm, machen wir Schluss für heute. Und morgen gehen wir dann zu Dr. Florensko, oder wie er heißt. Der Lehrling. Erreiche Laurentius, so heißt er. Dr. Laurentius, morgen, wahrscheinlich. Macht's gut, bis dann. Ciao.